Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Ja, das neue Gewässer ist heute raus. Für euch wahrscheinlich dann eher gestern, weil das Video wird wahrscheinlich erst morgen hochgeladen. Das wäre dann, oh, ich weiß gar nicht, was haben wir denn heute? Mittwoch schon oder? Ja, Mittwoch. Also Donnerstag kommt das Video dann, am Mittwoch kam das Gewässer. Und dazu werde ich natürlich jetzt erstmal die neuen Sachen erkunden hier, die es zu kaufen gibt. Einmal gehen wir hier auf die Spin-Routen, gehen hier auf Neu. Und dann gibt es vier neue Routen. Die beste gibt es erst ab Level 51 mit 26 Kilo. Die zweitbeste mit Level 49 mit 24,5 Kilo und die kleinste der neuen ab Level 48 mit 23 Kilo. Wurfgewicht 3 bis 14 Gramm, also endlich eine Rute, mit der man kleine Köder weit auswerfen kann und trotzdem große Fische fangen kann. Sehr gut. Die auch 3 bis 14 Gramm, die auch 3 bis 14 Gramm. Ja, ich werde mir glaube ich hier das mittlere Maß kaufen. 24,5. Gucken wir erstmal noch nach Rollen dafür. Neu. Auch vier neue Rollen. Ja, 24. 24,5 die Rute, 24 die Rolle. Sehr gut. Schnureinzug 100 cm, ist auch gut. Jo, knapp 50.000 kostet die Rolle. Gut, die werde ich auf jeden Fall einmal kaufen. Dazu die Rute. Kostet knapp 40.000. Also beides zusammen knapp 90.000. Dann gucke ich nach neuen Angelschnüren. Da was Neues? Nö, nichts Neues. Also schauen wir nach Angelschnüren zwischen 24 und 25 Kilo. Braid habe ich schon drin. 18,7, 25,9. 24. Die Braid nur 27. 24 Kilo. Genauso viel wie die Rolle als Bremskraft hat. Das müsste ausreichend sein. Man will ja also möglichst viel XP auch bekommen. Deswegen nimmt man natürlich die schwächste Schnur, die man nehmen kann für die Rolle. Und das ist in dem Fall die Braid 027. Kaufe ich gleich zweimal. Die hat jeweils 300 Meter, also 4 mal 150. Ich mache immer 150 Meter auf die Rolle. So, Vorfach. Nehme ich am liebsten immer Titan-Vorfach. Eins, 18,6. Ja, dazwischen gibt es auch nichts. 25,1 mit 25 cm. Genau. Nehme ich die noch mit. Dann gucken wir mal hier, ob es da was Neues gibt. Nö, gibt es auch nichts Neues. Das heißt für mich uninteressant, das ganze Angelzubehör. Gibt es da was Neues? Auch nicht. Kunstköder. Gibt es da was Neues? Ja, da gibt es jede Menge Neues. Und jede Menge für Baitcoins. Gibt es die Sachen auch für normale Coins? Ja. Einmal hier 48 Gramm Raute 7,0.
kaufen wir alles einmal. 35, nee, 36 Gramm Raute 5.0 nehme ich auch mit. Die Hatchet Runner 2,50 Meter Raute 6.0, den nehme ich auch nochmal mit. Den 4 Meter Raute 7.0 lasse ich erstmal noch weg. Gucke ich erstmal, ob ich sowas überhaupt brauche. Dann haben wir hier noch den 21 Gramm Raute 3.0 und den 14 Gramm Raute 2.0. So, dann geht's los hier mit den Crankbaits. 12 Gramm Raute 3.0 kaufe ich. 12 Gramm Raute 3.0 in grün kaufe ich. 9 Gramm Raute 2.0 kaufe ich auch in grün. Na komm. Dann haben wir hier noch die 7 Gramm Raute 1.0, die kaufe ich natürlich auch. Und wieso kosten die grauen Mäuse, wollen sie denn Baitcoins für haben? Die lasse ich erstmal weg. Ich nehme erstmal die dunklen. Probiere es damit. Jetzt kann ich das Baitcoins auszugeben. So, gehen wir eine Seite noch weiter zurück. Das ist fast alles Baitcoin-Kram. Dann den Triple Runner 2,50 Meter 5.0, den nehmen wir auch mit. Den Hatchet Runner 1 Meter. Raute 4.0, den nehmen wir natürlich auch mit. Den Crankbait 1 Meter 5 Gramm, Raute 1, auch den nehmen wir mit, auch in grün. Und die beiden neuen 28 Gramm Narrow Spoons natürlich auch. Gold und Silber brauche ich hier nicht. Das ist alles Baitcoin-Kram. Und dann haben wir hier noch die Hunter Runner 1 Meter Raute 1.0 und 2,50 Meter Raute 2.0. Die nehme ich natürlich auch noch mit. Und einen von denen hätte ich auch gerne, aber wieso gibt es die nur für diese Triple Runner hier in der schönen Farbe? Gibt es nur für Baitcoins? Muss ich wohl doch Baitcoins auch ausgeben. Nehme ich jetzt den 4.01 Meter oder 5.02 Meter 50? Der wiegt 48 Gramm. Der wiegt 36 Gramm. Die nehme ich auf jeden Fall noch mit. Der hat einmal 18 Gramm, der 12 Gramm. So, dann kommen wir zu den Ködern. Neue Köder. Ab hier alles für Geld, alles klar. Dann nehmen wir auch hier einmal mit. Ach so, ich bin schon wieder voll. Ich muss jetzt hier schon wieder Platz kaufen. Oder kann ich noch Platz machen? Ah, der Triple Runner ist schon zu viel. Kann ich Sachen wegschmeißen, die ich nicht mehr brauche? Angefressene Sachen, die nur Platz wegnehmen, zum Beispiel. Wie hier die 100 Meter Braid. Gibt sogar noch ein bisschen Geld zurück. Nochmal 100 Meter Braid. Meter Braid. Weg damit.
3x125 Meter, die kann ich auch mal wegpacken. Na komm. Wieso jetzt in Gange? Hallo, ich will doch nur was verkaufen. Bisschen Platz schaffen. Oh, wie lange soll das jetzt gehen hier? Hallo. Da springt er wieder nach ganz oben. So, wo waren jetzt die 125er? Da ist noch ein 125er. Kann weg. Kann weg. Alles unter 150 Meter oder unter 140 Meter. Kann eigentlich hier, der ist auch schon sehr weit angefressen, kann auch weg. Ich brauche Platz. So viel Schrott im Inventar. Wieso springt er jedes Mal wieder nach ganz oben? Was soll das? Will mich das Spiel verarschen hier oder was? Jedes Mal springt er wieder nach ganz oben. Jede Menge 125er hier. Da war doch eben noch ein 125er. Wo ist denn der jetzt? 135er kann auch weg. So, jetzt dürfte ich genug Platz haben. Ja, komm, da kaufen wir auch gleich 100 Stück. Hier kaufen wir auch gleich ein paar mehr. Na komm. So, von den Maden hier auch gleich 5 Mal. Von den Flocken hier 4 Mal. Und von denen 2 Mal. Und von denen auch 4 Mal. Dass ich immer überall 100 Stück habe. Das reicht dann erstmal. Komm, noch einmal mehr. So, das war's mit den Köder. Da ist nur eine Seite neu. So, gucken wir mal, gibt es auch neue Grundrouten? Nein. Gibt es neue Matchrouten? Nein, also nur die neuen Spinning-Routen. Viele Routen wird es dann auch keine neuen geben. Nö. Okay. Also nichts weiter neu. Achso, gibt es ein neues DLC? Ja, das gibt es. Was ist da alles bei?
7 Tage Premium, 20 Bitcoins, 40.000 Credits. 2 Routen, einmal die Tethys, die 27,5 Kilo SE Tethys, und einmal die ich schon gekauft habe als SE-Variante mit 24,5 Kilo. Dann die Empress-Rolle mit 25,2. Was hatte die Route? 27,5. Da nimmt man noch eine stärkere als 25,2. Und die 24-Rolle, die ich auch gekauft habe als SE-Variante. Dann mongolischer Hut, mongolische Jacke, Mono- und Fluoroschnüre, Fluorocarbon-Vorfach, Jigköpfe, Chats, dann die Mäuse, aber nur die schwarzen, nicht die grauen. Wenn es die grauen, doch, sind graue bei, die sonst Bitcoins kosten würden, sogar alle. Und der Crankbait 1,7 Gramm, Raute 1,0. Ah ne, alle sogar. Jede Menge Crankbaits. Und die Handshed Runner. Und auch die Baitcoin-Viecher hier. Das ist natürlich nicht schlecht. Und der hier kostet auch. Nee, nee, der kostet natürlich keine Bitcoins. Ich dachte, der wäre 28 Gramm, aber da habe ich mich jetzt vertan. Und die Narrow Spoons nochmal. Und ein Kescher 100 Gramm Einzelfisch, 250 Gramm Gesamt. Und 5 Markierungen. Und 50 Plätze. Die kann ich natürlich auch gut gebrauchen. Ja, ich werde mir das DLC kaufen. Ich brauche es eigentlich nicht unbedingt, aber ich werde mir das kaufen. Ja, das soll es dann gewesen sein fürs erste Video, weil jetzt hier den Kauf werde ich natürlich nicht zeigen im Video. Und jo, weiter geht es dann nach dem Kauf. Wenn ich die neu gekauften Sachen zusammenstelle für das Gewässer. Und der erste Besuch des Gewässers, das sehen wir dann im nächsten Video. Bis dahin, tschüss.